Du gehst ins Minus? Ja, natürlich. Wie? Ich riskiere es diesmal. Ich will die Taktik, ich will es probieren. Also irgendein Auto ist raus. Ja, vielleicht sehen wir es gleich. Lila Sektor. Noch also ich gehe Sektor. So eine halbe Runde ins Minus. Würde ich sagen. Wie viel hast du denn jetzt gerade? Ich habe 2 plus. Und ich fahre jetzt fett, bis ich eine halbe Minus fahre. Warum? Ja, oder ich muss, wenn ich vorher an die Box muss, dann gehe ich halt einfach an die Box und dann stehe ich wieder zurück. Ja, weil man das wieder reinholt. Also ich bei mir also sofern ich Standard stelle, hole ich das rein. Ich hatte am Anfang hatte ich nee, bei mir am Anfang hatte ich 1,7 oder so, jetzt habe ich 2, irgendwas gehabt. Ja, also stimmt, ja. Ja. Ein bisschen, ich will nicht krass, aber ein bisschen ins Minus kann man schon machen. Also bis zum nächsten Boxstop fahre ich fett. Oder eben bis minus 0,45. Ich hätte einfach irgendwann wieder umgeschaltet und dann mit besseren, wieder mit frischen Reifen nochmal fett fahren. So mache ich's. Dann mach so. Wir probieren das beide mal aus. Also ich probiere das aus, was ich gesagt habe. Dann ist es natürlich auch gut, aber ja, wir probieren beides mal aus. Boah, ich habe 16 Sekunden Abstand auf der Mitte. Mega nice. Und er hat auch auf Rot gewechselt, das heißt, er wird natürlich auch nochmal an die Box fahren. Das oh. Ui. Bis 0,3 Sekunden besser. Aber das ändert sich jetzt wahrscheinlich wieder. Du bist ja, ja du bist halt jetzt auf Rot und auf Fett gefahren. Das ist jetzt meine erste rote, meine erste Runde auf Rot und Fett. Boah, das Force Feedback in der Orange ist einfach. Heavy. Ja, ich hab gar keins anderes. Das ist besser. Also ich finde das nice. Also ich hab das ganz leicht nur an, aber ich finde das macht ich finde, man hört das auf meinem Mikro. Das ist so das Problem. Ja, das ist natürlich dann nervig. Und zweitens, ja, habe ich mich jetzt da so dann gewöhnt, dass ich das eigentlich gar nicht brauche. Also ist ganz nett, aber halt nur, wenn man nicht aufnimmt, finde ich. Runde 8 sind wir jetzt gerade. Ein Drittel des Rennens ungefähr geschafft. Ein bisschen mehr mit Qualifying. Vielleicht sind wir schon in der nächsten Folge. Ja, das. Weiß ich nicht. Mit Qualifying schon sowieso, ja. Aber ich habe ultra den lila Sektor gerade. Da wirst du gleich impressed sein. Mega nice. Wahrscheinlich hast du noch einen krasseren, du holst mich dann wieder. Nee. Aber ich glaube, ich habe ungefähr fast 1,5 Sekunden besser. Ja, 1,6. Leute! Ich will, dass es so bleibt. Muss so bleiben. Was ist passiert? Hatte ich nicht gerade 16 Sekunden Abstand auf? Oder achso, war das der Abstand jetzt gerade zu dir? Ich habe 11 Sekunden auf dich. Ja. 11 Sekunden, ja, zu mir, ja. Das muss einfach so bleiben. Das wäre so geil einfach. Ah, 20 Sekunden auf Hamilton, perfekt. Ja. Das ist ja schon fast ein Boxenstopp, den ich auf Hamilton habe. Ja, das ist doch cool. Das ist richtig gut. Falls du irgendwie den Frontflügel abfällst. Was nicht passieren das wird. Das wäre geil. Also wenn das nicht passiert... Alter. Ja, wir haben ja noch Überrundungen wahrscheinlich. Ja, bisher, ich sehe überhaupt keinen. Also es wundert mich auch. Es sind 22 Runden, vielleicht fahren die anderen gar nicht so scheiße. Ich sehe überhaupt keinen. Nicht mal auf der Map. Also ich habe die Map ja nicht groß, aber ich sehe da keinen. Das könnten noch ein paar Runden werden. Wenn dann alle nochmal an die Box und so, also das könnte was werden. Diesmal müssen wir aber früher an die Box, weil wenn wir die Reifen wieder ausfahren, dann kommen es zu den Überrundungen wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja, ja. Also ich bin immer noch bei plus 1,4. Ich guck gleich mal auf Startziel, oh yeah. Wann ich an die Box muss. Runde 13 bis 17. Und ich wäre nach einem Boxenstopp auf Platz 2.
Das heißt, einen Boxenstopp habe ich schon rausgefahren. Ich sehe vor uns echt keinen. Also bei mir ist es so 13 bis 17 und ich wäre auch auf Platz 2. Also du wärst dann vor mir, falls ich gehe. Aber das wäre ja kein Problem. Ja. Und du gehst sowieso halt auch nochmal, also. Also ich habe jetzt gerade mal auf die Karte geguckt. Bis du zu Überrundern kommst, dauert das noch ein bisschen. Ja, ich sehe hier die ersten also vielleicht, Lab, aber das dauert auch echt noch. Also vor dem Boxenstopp, glaube ich. Haben wir wirklich Glück. Nicht. Aber ja. Direkt danach, wenn ich an der Box war, dann muss ich wahrscheinlich überrunden. Oder halt die letzte Runde, bevor ich an die Box gehe, so ungefähr. Außer sie fahren absolut scheiße, nicht gut, dann kann es auch jetzt bald passieren. Aber denke ich nicht, also ich werde schon relativ früh fahren, also eine 13 nicht, aber vielleicht 14 oder so. Was habe ich denn so für Prozent? Oh, das ist ja locker eigentlich. 12. Ja, bei mir, ich habe es auch schon einmal nachgeguckt. 2x12, 2x9. Hinten natürlich wieder 12, geil. Die roten Reifen halten ganz gut. Ja. Leute, das ist in die Rückrunde echt besser. Bisher, kann man sagen. Ja, wir machen hier ganz viele Punkte gut. Oh shit. Also wenn du natürlich Zweiter bist, dann hilft das dir ja trotzdem enorm weiter. Und wenn ich Erster bin, hilft mir das halt auch weiter. Also wenn du jetzt Erster wärst, ist zwar auch gut, aber dann ist es schwieriger für mich an Hamilton halt ranzukommen. Das ist so das Problem. Aber das wäre eigentlich komplett egal. Also wenn wir immer so gut fahren würden. Ich bin so ganz zufrieden. Holt man auf jeden Fall auf. Auch so. Boah, stell dir mal vor, Bottas schafft es nicht so richtig gut zu fahren. Das wäre schön. Wenn Bottas schlechter als 5 ist, wäre das ultra nice. Am besten gar keine Punkte. Ja, aber das ist wahrscheinlich, also das ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Oh shit. Da habe ich mich gerade mit der Pedale vertan. Also, ein bisschen daneben getreten. Tja, wenn man so eine Taktik hier macht, ne, mit links und rechts, dann wird's schwieriger, Leute, das ist klar. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in der zweiten Folge, also nochmal. Da wurde die Eau Rouge gerade ein bisschen knapp. Also nochmal gesagt, gerne bei beiden vorbeischauen, rechts und beim I. Er will eine Alternative. Ne, wir behalten die alte. Er wollte nur, dass ich früher komme, WTF. Ich will ja auch nicht, dass du überrundest. Weiß ich nicht. Werde. Er wollte, dass ich eine Runde früher. Ja, das. Ja. Glaub nicht, dass es dazu kommt. Okay, wenn ich jetzt in die Box, dann wäre ich Erster, steht da. Ja, ich hatte gerade einen Incident. Hast du? Aber ist alles okay, ich, ja. Reifen okay. Alles ist okay, ja, ja, alles okay. Ist okay. Wir haben ja einfach nichts. Nur einmal. Ja, ich hatte einmal kurz oh shit gesagt und war dann im Kiesbett. Das habe ich dann anscheinend überhört. Ups. Und ich merke auch, wie meine Reifen, also ich habe zwar, die sind zwar von den Stats eigentlich ganz gut, so 26, 25, 22, 22, aber trotzdem kann ich in der Eau Rouge, also gerade war da so, dass ich da jetzt aber ein bisschen vorsichtig sein muss, wie ich da auch noch mit Vollgas durchfahren kann oder so, ne, also das funktioniert irgendwie doch nicht mehr so, wie ich das vorstelle. Ich sehe die Überrunde leider. Ich glaube, er hat das echt gewollt. Fuck. Boah, das ist halt echt so scheiße. Ich bin hier beide. Also ich bin noch nicht dran, aber nächste Runde schon. Und er wollte, dass ich diese reinfahre. Vielleicht hat er das echt so gewollt. Weil dir schlägt das ja nicht vor. Ne, mir hat das nicht vorgeschlagen.
aber dir die Gefahr nicht besteht. Das könnte es echt sein. Fuck. Scheiße, Leute, warum hab ich da nicht gedacht? Kannst ja trotzdem an die Box fahren. Kann ich trotzdem einfach. Ohne Boxenstopp-Fenster. Ja. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde. Okay, ich hab's ihm gesagt. Also ich bin jetzt. Ich müsste nächste Runde halt überwinden. Jetzt noch nicht. Er hält mich noch null auf, aber ja. Jetzt sehe ich ihn direkt vor mir. Heißt, wenn ich an die Box fahre, bin ich wieder. Habe ich einen guten Stücken. Also das ist eigentlich ganz gut, wie wir das machen. Jetzt habe ich dann wieder ein gutes Stückchen Platz noch. Bei nächste Runde an die Box. Also jetzt nicht die, sondern nächste, ne? Ja, perfekt. Ja. So, ich wäre auch schon wieder bereit. Jetzt wieder wegfahren. Hier muss man so langsam fahren, das ist der Weg. Was nervig sind diese Reifen, Alter. Jetzt so 32% am schlimmsten, aber ich merke das so krass seit zwei Runden schon, dass die nicht mehr so gut sind. So, jetzt sollte ich wieder krass fahren. Und ich habe wieder Freibahn, so ein Stücken zumindest. Bleibt mir noch gern. Also das war echt gut, gut gemacht. Vielleicht überholst du, vielleicht hast du ja jetzt das richtig so, richtig gut, dass du die überrundest, währenddessen die an der Box sind. Oh ey, das wäre noch premiumhafter. Premiumhafter, oder? Ja. Nein, das wäre aber ultra krass. Also jetzt, das war ja schon allgemein. Oh scheiße. Das war allgemein schon ganz gut. Wie wir das bisher gemacht haben. Du und auch ich. Aber wenn die jetzt echt, wenn die jetzt an die Box fahren, die meisten, beziehungsweise nächste Runde, da könnte ich da echt ultra überholen, überrunden, ohne was zu machen quasi, ohne jetzt Stress zu kriegen mit denen. Das wäre mega fett geil. Boah, heute F1 ist ja richtig gut gelaufen bis jetzt, ey. Ja, wir nehmen jetzt zwei Rennen hintereinander. Das habe ich jetzt aber gejinkt. Ja, das, hör mal auf. Wir haben noch 9 Runden. Die müssen wir noch fahren. Aber wenn es so bleibt, ist natürlich perfekt. Also ich muss nicht mehr an die Box, hoffentlich. Und ja. Mein Auto wird leichter. Ich kann noch ein bisschen auf Fett fahren. Bin jetzt immer noch... Ich mach gleich nach dem Boxenstopp. Ich gehe gleich an die Box. Bin immer noch im Plusbereich. Und dann... Ja, ich bin auch im Plusbereich. Und dann kann ich gleich noch mal ein paar Runden Fett fahren. Das habe ich ja gesagt. Das... Riskiere ich jetzt einfach mal. Okay, bisher noch keiner an die Box gefahren, kein einziger. Aber die gehen jetzt in der nächsten, hoffentlich. Bis dahin klebe ich ihm auch am Arsch. Also ich sehe ihn auf der Map, aber ich sehe ihn halt noch nicht so. Also diese Boxen einfach, ey. Das ist echt nervig, aber sei froh, das war die letzte. Du musst da nicht mehr rein. Oh Gott. Aber es ist echt, ich habe bisher noch keinen von Hamilton mir. Hamilton fährt auch an die Box. Ist direkt, ja, wie geil ist das denn? Gefahren. Aber ich meine, er hätte mich sowieso nicht überholt, aber... Ja, aber trotzdem ist es echt näher dran gewesen. Dann klebt er dir da hinten dran, das ist nicht geil. Also das läuft echt nicht schlecht. Hamilton zwar immer noch Dritter. Schade, dass da kein anderer überholt. Ja, das stimmt. Weil da wäre mir halt, mir persönlich wäre sogar... Force India oder Red Bull lieber. Nee, okay, nee. Was? Kurz war Bottas auf Platz 3. Und Bottas doch, hat auch eine andere. Oh, ja. Jetzt wieder. Er hat gelb. Bottas hat gelbe Reifen, das heißt, es könnte theoretisch sein, dass. Fuck, geht halt. Ja. Jetzt sind. Aber ja, so. Weil beide Mercedes halt wieder weit oben sind. Ah, fuck. Oh ja, okay, ja, ja. Mann, das habe ich vergessen. Ich dachte, okay, ja, für dich ist gut, dass Bottas vor Hamilton ist, aber dass natürlich beide Mercedes direkt ineinander sind, ist natürlich wieder fuck my life. Ja, also wie gesagt, ich hätte echt kein Problem. Red Bull oder Force India wäre mir persönlich viel lieber. Viel lieber. Okay, jetzt fahren ein paar in die Box. Oh, geil. Komm. Ich will direkt auf die Startziel. Ich will die Kurven eigentlich gar nicht mehr nehmen. Ich will die alle überholen. Ja, das sind so... Oh nein, jetzt fahren sie wieder raus. Das sind 3 in der Box oder so gewesen. Jetzt kann ich... 2 überhole ich. Ne, da waren 4 in der Box. Ja, 2 überhole ich davon. Und 2 sind jetzt schon wieder draußen. Also insgesamt habe ich 3 überrundet jetzt. 2 in der Box, einen so. Okay, weiter geht's.
Okay, dann werde ich gleich auch ersten Überrunder gleich bekommen, wahrscheinlich. Also sie sind jetzt gerade über diesen Berg da gefahren. Die meisten. Ich habe halt ultra viel Abstand auch wieder, aber ja. Was hat Hamilton gemacht? Keine Ahnung, der war an der Box, glaube ich. Und dann wahrscheinlich so bei der Boxenausfahrt sind die sich mit Bottas irgendwie begegnet und dann irgendwie Bottas vorbei, dann wieder nicht und dann am Ende doch wieder ganz vorbei. Ja. Oh shit. Die sind quasi, also offensichtlich gerade an einem Battle. Oh fuck, das ist aber scheiße. Kann ich irgendwie anders kommen? Vielleicht. Oh, ich meine, wenn wir beide hier sind, ist ganz gut. Also, das ist schon ganz nice, wenn wir beide ganz vorne sind. Aber. Vielleicht battlen die sich ja wirklich gerade so hart. Vielleicht fliegt einer raus oder verlieren so viel Zeit, dass die hinter denen wieder aufholen oder so ganz weiter. Geil, ja. Also, irgendwas passiert ja gerade. Das ist ultra nervig. Wenn auch. Gut Abstand, also die sind wirklich gerade da langsam. Ja, ich auch. Boah, bitte fahrt an die Box. Hier waren noch nicht alle in der Box. Oder sind wieder welche, aber ich hab immer diese Kurven hier. Mann, und die fahren nicht direkt vor mir. Also ich überhole wieder. Ne, ich überhole gar keinen in der Box, weil die fahren direkt gerade jetzt raus. Danke dafür. Boah, Alter, sind jetzt viele vor mir. Ich glaube Platz 16 bis Platz 8 oder 9 oder so. Alle vor mir. Ja, okay, über drei wollen wir jetzt mal auch nicht, aber es sind schon genug. Bis Platz 1 sind alle vor mir. Eigentlich theoretisch ja schon, ne? Ihr seid ja alle vor mir. Oder halt hinter mir, wie man es will. Ja, aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autos vor mir und Platz 16 habe ich gerade schon überrundet, gerade. Also es sind 7 Autos vor mir gewesen, habe ich ja gesagt, so. Bis Platz 8, Platz 9, also es hat schon gestimmt. Boah, ist das nervig. Oh, jetzt habe ich auch die ersten vor mir. Boah, ist das nervig, die sind alle hintereinander. Yo, 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 yo. Ich habe Angst. Warum sind hier so viele? Wo kommen die alle her, Alter? What the fuck? Können die nicht mal schneller fahren? Leute, für die letzten Leistungen hier im Fahren als Anfänger im Lenkrad könnt ihr auf jeden Fall mal eine Bewertung da lassen. Das stimmt. Habe ich echt gut gesteigert. Jo, mich jetzt fast wieder gedreht. Nice, die Überrunder nerven mich so hart. Die machen so Probleme. Nein, Wehrlein, Alter. Ich hasse. Mann. Hat er wieder was gemacht? So immer. Nein, nein, so, aber er ist vor mir. Ich dachte, der hat schon wieder was gemacht. Nee. Einfach allein, dass er da ist, nervt schon. Warum fahren die nicht an der Box? Seine Anwesenheit ist schlimm genug. Fahren alle nicht an der Box? Fahrt ihr schon? Das kann ich, glaube ich euch nicht. War wieder eine ganz verrückte Taktik. Ja, ich auch. Ich fahre ultra die verrückte Taktik. Also die Bots, die machen auch Kacke, aber ich fahre halt gerade immer noch fett und bin jetzt bei Minus. Das ist echt verrückt. Aber ich denke, es funktioniert. Wenn nicht, fahre ich halt ultra langsam. Geht auch nicht so gegen erster Platz zu werden, so ist es ja nicht. Aber ich habe was dagegen, wenn du dann nicht Platz 2 wirst. Wobei es, denke ich, also es, ich will nicht sagen, dass ich erster werden will. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn du erster bist. Also ich gönne dir das auf jeden Fall. Wobei es aber echt klüger wäre, wenn wir. So fahren wir jetzt, also ich erster, nur zweiter. Weil ich kann halt so deutlich besser auf Hamilton aufholen. In der Konstrukteur ist es ja eigentlich scheißegal. Und im Allgemeinen bist du ja noch weiter unten. Also da kannst du mit Platz 2 genauso gut aufholen. Bloß auf Hamilton ist es halt mit Platz 2 dann schwieriger, weil er ja auch immer gut fährt. Das ist so mein Problem. So, jetzt stelle ich mal wieder auf Standard. Ich bin bei minus 2,5. Das sollte ich aber wieder reinfahren, definitiv. Minus 2,5? 0,25 meine ich. Oh, ich dachte ja schon. Nein, eine 2,5, das wäre unmöglich. Nee, ich wollte ja 0,5, dachte ich, jetzt machen wir doch die Hälfte, also minus 0,25. Ja.
So, Platz 11 gerade über 100. Die sind alle hier echt. Ich meine, der Abstand war gerade, also die waren gerade ultra nah und jetzt haben sich ein paar wieder weggefahren. Aber da vorne sind wieder ultra viele ultra nah. Also ist nicht so geil. Bin mittendrin, Alter, obwohl ich Erster bin. Was soll das denn? Ich verliere so viel Zeit und gewinne trotzdem Abstand auf Hamilton. Hier Platz 10, Platz 9, Platz 8, Platz 7, Platz 6, alle vorne. Verlierst Zeit? Ja, allgemein. Also ich fahre halt schlechte Runden, aber ich gewinne Zeit zu Hamilton, habe ich gesagt. Ach so. Obwohl ich halt schlechte Runden fahre. Ich hatte, glaube ich, gerade 3 Sekunden schlechter oder so. Oh, ich habe sogar DRS. Wow. Jetzt lila Sektor, den ersten überhol. Vier Runden noch. Oh, stimmt, nur noch 4 Runden. Ja, moin, richtig geil. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ich hoffe immer noch, dass sich ein Mercedes wegrammt. Einer der beiden oder sogar beide. Was ist jetzt passiert? Nichts. Okay. So, Platz 9. Vor mir Ocon, also Force India auf Platz 9 einer. Er macht natürlich keinen Platz. Na, ich habe jetzt auch wieder einen vor mir. Da habe ich mich jetzt einfach mal reingeschlagen. Oh, ich habe sogar mehrere vor ja, mir. Ja, also du wirst auf jeden Fall noch ein paar überrunden müssen. Ich auch relativ viele noch. Also jetzt nicht mehr viele, aber ich habe ultra viele schon überrundet. Also das mit dem Benzin habe ich, glaube ich, gut kalkuliert. Mehr hätte ich da nicht machen können. Also wenn ich 0,5 hätte, hätte ich Probleme gehabt. 0,25 ist echt perfekt. Das sollte komplett reichen. Bin noch ganz, ganz minimal Minus, aber habe schon fast wieder drin. Perez, also beide, also Force India auf Platz 9 und 8. Platz 7 überhole ich jetzt gleich auch. Platz 9 und 8, Force India, das ist aber ja, gut. Das ist nicht schlecht für uns. So, ich bin jetzt, hab den 7. überholt. Jetzt ist nur noch Platz 6 vor mir, dann ist wieder ein Abstand zu Platz 5, so wie ich das sehe. Einen noch vor mir, dann habe ich einfach frickin 15 Leute überrundet. Ich habe gerade die absolut geniale Taktik gemacht. Ich habe einfach ein bisschen Platz zu den Überrundern gelassen, weil die Bullshit gemacht haben und dadurch... Ja. Habe ich nicht die Gefahr, mich mit den ja, anzulegen. Eben, du hast ja genug Abstand. Ultra Abstand, ja. Das stimmt. Weil das wäre gerade, hätte gefährlich werden können. Ich habe auch ultra viel Abstand. Okay, ihn habe ich auch überholt. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen freie Bahn vor mir. Platz 6 jetzt überholt. Also wenn das noch ein bisschen länger gehen würde, würde ich, glaube ich, auch Hamilton überholen. Das ist krass. Die Runden dauern halt so 1,50 immer. Und ich habe gerade einen Abstand von 1,10 auf Hamilton. Also 40 Sekunden müsste ich noch rausfahren. Das kriege ich natürlich niemals hin, aber... Oh, gelbe Flagge irgendwo. Ja. Jetzt nicht mehr. War's bei dir? Nein. Ich dachte schon, hä? Nee. Ich hab's nur auf der Karte gesehen. So. Die letzten Runden hier. Sind schon Runde 20. Das ist krass. Mein Benzin ist wieder auf 0,02. Also alles perfekt. Ich habe das Fettfahren genutzt, um die anderen zu überrunden. Und fahre jetzt ultra nice auf Standard mit freier Bahn weiter. Kann man mal mauken, ne? Oh, ich sehe den nächsten. Geht auf jeden Fall klar. Ich sehe Platz 5 und 4 auf der Map. Aber da komme ich nicht ran, ne. Boah, wenn ich rankommen würde, ich würde den so hart ausbremsen, Bottas, dass er andere noch überholen kann. Ich habe so frickin' viel Abstand. Ich habe zu dir 46 Sekunden. 12 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
zu dir 46 Sekunden und zu Hamilton 1,10. Also wenn ich den kriegen könnte, aber ich kriege ihn halt nicht, dann würde ich den so hart ausbremsen. Das wäre unnormal, Leute. Okay, ich nix. Ich würde es tatsächlich machen. Außer Platz 5. Also wenn Bottas 5 ist durch irgendwas, dann können die ihn noch kriegen. Also Platz 5 kann sein, dass ich ihn noch krieg. Aber sonst Platz 4 kriege ich nicht mehr. Okay, bin wieder beim Plus. Plus 0,002 jetzt. Hat alles funktioniert. Platz 5 ist Startziel und ich fahre gerade in die Kurven rein. Vor Startziel. Also ihn kann man noch kriegen. Wenn es Bottas wäre, wäre ultra nice. Wenn es nicht Bottas ist, dann kriege ich ihn nicht. Aber es sieht echt gut aus. Du hast viel Abstand, ich habe viel Abstand. Wir sind erst und zweiter. Das könnte wieder echt nice werden für die Konstrukteure auch. Ja. Auch wenn Mercedes natürlich auch Punkte holt. In der Board. Kein Problem. Junge, ich habe 3 Sekunden mehr jetzt Abstand zu dir. Was machst du denn? Also, ich fahre hinter Autos hinterher. So, okay, dann ja. Dachte schon. Meine Reifen sind auch komplett in Ordnung. Meine Reifen sind komplett im Arsch. Aber ich habe auf dem schlimmsten 30 jetzt. Ja, ich auch, aber also 31, ja. Aber ich finde, das merkt man auf der Strecke schon relativ. Ja, es geht. Also die anderen sind halt alle so 20 rum. 20. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen vom Gas gehen, weil ich in der Orange will ich dem zu nahe kommen. Ich krieg nicht mal Platz 5, der ist einfach auch gut. Okay. Oh, das wäre beinahe ein Unfall geworden. Alter. Was ist jetzt passiert? Bremst er da einfach. Junge. Pass mal, wir sind auf, Alter. Hilfe. Ja, Alter, weißt du, Rouge, ich bretter doch mit Vollgas durch und er auch. und dann geht er einfach auf der Geraden. Ich noch voll in seinem Windschatten, geht er einfach vom Gas. Der wollte dich vorbeilassen. Ja, aber er bleibt halt auf der Ideallinie und zieht nicht rüber und ich muss halt so ultra noch voll Fuß auf dem Gas rüberziehen, um ihn nicht drauf zu fahren. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich verloren. Aber ich habe mein Auto gefangen. Das ist gut. Letzte Runde. Benzin reicht doch nur für eine. Das ist selten bei mir, aber ist gut. Mal ausgefahren, den Shit hier. So, ich sehe Platz 5 jetzt nicht nur auf der Map, sondern auch so. Aber es sieht mir nach dem Red Bull Auto aus. Er ist noch weiter weg, aber es sieht mir nach Red Bull Auto aus. Oh shit, da habe ich zu wenig gebremst. Letzte Runde, wo bist du? Auch letzte Runde. Gewesen. Ja. Komm. Jetzt müssen wir noch fertig fahren. Wir waren so krass bisher. That shit is crazy. Nur noch Benzin für eine Runde. Ja. Sag Alter. Krass. Ja, wir haben das gut gemacht. Wer hätte das gedacht? Wir haben das echt gut gemacht. 6 Sekunden wieder Abstand gewonnen, beziehungsweise aufgeholt zur Hamilton-Überrundung. Aber ja, dafür hätte es noch ein paar Runden geben müssen. Also ich will jetzt nur checken, wer vor mir ist. Normal könnte ich das noch sehen. Bitte. Ich stell mal auf Fett. Wir sehen es ja sowieso gleich. Also. Ich stell tatsächlich nochmal auf Fett, weil ich bin jetzt Startziel gleich. Ricardo, okay. Ricardo ist vorne. Karierte Flagge. Wow, Ricardo darf noch mal eine Runde fahren, weil ich ihn nicht überrundet habe. Yes! Erster! So läuft's, Leute. Nächsten Sieg eingefahren. Das heißt, ab jetzt kann sich quasi nur noch was an den oberen Plätzen ändern. Also Platz zwischen
Platz. Verstappen ist aber rausgeflogen. Der kriegt auf jeden Fall keine Punkte. Das ist gut, dass er rausgeflogen ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, Hamilton 3, Bottas 4, Ricciardo 5. Alle, die hinter mir sind, sind schon durch. Perez ist schon durch auf 6. Also, Force India ist jetzt 6 und 8. Nicht mehr 8 und 9, sondern 6 und 8. Also, da ändert sich auch nichts mehr an den vorderen Plätzen. Freihändig über Stadtziel. Jawohl, erst dann zweiter wieder. Ah, Kakao. Schon zweimal hintereinander. Jawohl. Alter, so läuft's jetzt. So muss weitergehen. Das ist mega nice. Wieder für die Konstrukteure Punkte geholt. Wir kommen immer näher an Mercedes ran. Obwohl natürlich Hamilton natürlich jetzt auch Dritter ist, aber ich komme natürlich auch so näher an ihn ran. Ich weiß nicht, 15 Punkte hatte ich Abstand. Ich möchte auch mal mein Auto sehen. Immer die Nummer 10 von dir. Ich möchte meine Nummer 12 sehen, Alter. Was ist denn los? Ist geil, ne? Ja, sein, dass wir irgendwie komplett gleich aussehen. Nein. Ich gleich aus. Ach stimmt, der eine, du hast einen Bart und meiner nicht. Ja, viel mehr als das. So, wir gucken direkt in die Rangliste. Ich bin 5 Punkte. Bottas nur ein Boxenstopp, jawohl. Ich bin 5 Punkte hinter Hamilton. 5 Punkte. Warte, wie viele Punkte bekommt man als Zweiter? 7 Punkte, okay. 7 Punkte Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2. Das heißt, wenn du wieder Erster wirst, ich Zweiter beim nächsten Mal, dann hast du den auf jeden Fall überholt. Oder, also das würde auch schon du Erster und er Zweiter. Würde auch schon reichen. Dann bist du vor ihm. Echt jetzt? Ja. Ach ja, 7 Punkte, stimmt. Ja, das hast du gemeint, ja. Ah, jetzt verstehe ich's, ja. Ja, tatsächlich, dann wäre ich 2 Punkte vor ihm. Aber mal gucken, also noch bin ich Platz 2, du bist Platz 6 geblieben. Kommst natürlich aber näher an Ricciardo und Verstappen ran. Verstappen hat gar keine Punkte dieses Mal wieder geholt. Also alles ganz nice. Die beiden Red Bulls sind auf jeden Fall machbar noch für dich. Dann wird es wieder ein bisschen schwierig mit Mercedes und mir und dem anderen Mercedes und so. Bottas wird hart. Aber die beiden Red Bulls würde ich auf jeden Fall noch kassieren. Auf jeden Fall. Also Vierter kannst du auf jeden Fall packen. Konstrukteur haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also da ist Mercedes schon mit gutem Abstand weiter vorne. Aber ja, wir haben 76 Punkte, wenn wir so weiterfahren, kriegen wir das auch ist noch schon irgendwann hin. Das wird schon schwierig. Ja, auf jeden Fall, aber ist machbar. Okay, darf ich sagen, war es das auch von diesem Part. Schaut auf jeden Fall bei beiden Kanälen vorbei. Schaut euch auf jeden Fall die nächste Folge auch an und die alten Folgen, falls ihr nicht gesehen habt. Ne? Playlist. Fast jeden Tag eine F1-Folge. Das ist crazy. Also unbedingt abonnieren, nicht vergessen und die Playlist abchecken. Genau. Da kommen immer wieder neue Videos. Darf ich sagen, ciao Kakao und bis dahin. Hau rein, ciao. Ciao.